Wer glaubt, dass Adrien in Marinette nur eine einfache Schulkollegin sieht, der könnte mit diesen Theorien vielleicht umgestimmt werden. Immer wieder erleben wir Momente, in denen sich Adrien oder Cat Noir als wahrer Flirtkavalier gegenüber Marinette erweist. Natürlich nicht sehr offensichtlich, sondern vielmehr mit Blicken und einfachen Worten, die aber, wenn man genau hinsieht und hinhört, viel mehr bedeuten könnten, als man annehmen kann. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns doch mit einem Daumen nach oben, abonniere Trendshow und sei gespannt auf die nächsten Videos. Hier sind die Top-Momente, in denen Adrien bzw. Cat Noir mit Marinette flirtet. Wie wir alle wissen, ist Adrien auf irgendeine Weise ein anderer Mensch, wenn er Cat Noir ist. Natürlich, weil er weiß, dass er, wenn er selbst ist, aus offensichtlichen Gründen nicht dasselbe tun kann wie Cat Noir. Wenn er Pleck, verwandle mich sagt, hat er eine andere Persönlichkeit, eine, von der niemand denken würde, dass Adrien aggressiv sie haben könnte. Denn er ist ein korrekter, freundlicher, respektvoller und ruhiger Typ. Und es ist auch bekannt, dass Adrien Cat Noir in Ladybug verknallt ist. Nur bei Cat Noir zeigt er es furchtlos. Wie eingangs erwähnt, verändert sich Adrien als Cat Noir komplett von einem ruhigen und korrekten Typen zu einem koketten und furchtlosen Kerl. Bei dem furchtlosen Aspekt ist in der Evillustrator-Folge aufgefallen, dass es in dieser Folge einen Mary-Cat-Moment gab. Marinette musste Cat Noir dabei helfen und es gibt eine Stelle, an der nach Sabrinas Weggang Sekunden später Cat Noir erscheint. Wir wissen, dass Cat Noir neckische Kommentare macht, aber so wie er es sagt, könnte man sagen, dass er flirtet. Allerdings wird das Flirten sehr ernst genommen, wenn es darum geht, Ladybug um sich zu haben. Evillustrator-Folge: Cat Noir flirtet mit Marinette. BBB, 32B. Oh toll, dann sitzt du neben mir. Nun, bei der Evillustrator-Illustrator-Episode, als Cat Noir Marinette trifft, fängt er an, mit ihr zu flirten. Und man kann davon ausgehen, wenn es irgendein anderes Mädchen gewesen wäre, hätte er das nicht getan. In einem Teil der Szene dreht sich Marinette um und sagt mit gespielter Unschuld: Was ist mit Ladybug? Seid ihr nicht ein Duo? Und Cat Noir antwortet in einem desinteressierten Ton: Sie ist mit einer anderen Sache beschäftigt, also du könntest meine Ladybug sein. Diesen letzten Satz sagt er sehr ernst und wie wir wissen, ist für Cat Noir, Adrien, das perfekte Mädchen Ladybug, Marinette. Deshalb denken einige Fans, dass Ladybug für ihn jemand ist, der keinen Ersatz hat, weil er sie als jemand Perfektes ansieht. Die große Frage ist, warum hat er ihr das gesagt, obwohl er weiß, dass er Ladybug mag und mit keiner anderen als ihr flirten würde. Und eine andere wichtige Frage, warum dieses Interesse an Marinettes Meinung über Cat Noir am Ende? Vielleicht haben wir hier die Antwort. Am Anfang der Folge sehen wir, wie Marinettes Klasse im Unterricht ist. Nathaniel, ein Schüler der Klasse, zeichnet. Plötzlich wird Nathaniels Traum von Madame Mendeleev unterbrochen, die ihn beim Zeichnen erwischt hat, anstatt am Physikunterricht teilzunehmen. Von seiner Lehrerin getadelt, sieht sich Nathaniel gezwungen, zum Schulleiter zu gehen. Doch als er zwischen den Tischen in der zweiten Reihe vorn vorbeikommt, stolpert er über einen Rucksack und fällt zu Boden. Wobei er seine Tasche fallen lässt, aus der sein Skizzenbuch herauskommt. Chloe hebt es auf und bemerkt, dass die Skizzen, die Nathaniel angefertigt hat, ihn als Superhelden zeigen, der Marinette rettet. Chloe macht sich vor der ganzen Klasse über seine Zeichnungen lustig und weist ihn darauf hin, dass Nathaniel in Marinette verknallt ist. Alle schauen verdutzt. Und wenn man sich Adriens Gesicht ansieht, so könnte man meinen, dass er ein wenig eifersüchtig geschaut hat. Chamäleon-Folge. Wo ist Adrien? Marinette kommt als Letzte in der Klasse an und entdeckt einen neuen Klassenplan. Marinette ist untröstlich, als sie feststellt, dass es Lila ist, die in der ersten Reihe neben Adrien sitzen wird, die von einer Reise zurück ist und behauptet, sie habe ein Hörproblem, das ihren Tinnitus verursacht. Marinette ist wütend, weil sie allein hinten sitzen musste und Lila mit Adrien lachen sieht. In der Junior High School verblüfft Lila weiterhin alle. Marinette findet in dem, was sie sagt, etwas, das beweist, dass sie lügt,
aber Adrien weist darauf hin, dass sie ihr mit der Enthüllung der Wahrheit nur schaden würde, ohne sie dazu zu bringen, sich besser verhalten zu wollen. In der Klasse setzt sich nun Adrien neben Marinette und es gibt einen wirklich süßen Moment zwischen den beiden. Marinette ist überglücklich. Sicher hätte es mehr solcher Momente gegeben, wenn Marinette sich kurz hätte beherrschen können. Denn sie ist abgelenkt und hört ihren Namen nicht, als ihre Lehrerin Caline Bustier ruft. Die Lehrerin setzt sie in die erste Reihe, weil sie denkt, dass sie auch ein Hörproblem hat. Lila erfindet, dass ihr Tinnitus verschwunden ist und will zurückgehen und hinten neben Adrien sitzen. Dann machen die Schüler ein großes Theater, um die Plätze zu tauschen und schließlich findet sich Lila allein an einem Tisch im hinteren Bereich wieder. Wenigstens hat Lila in dieser Schlussszene nicht gewonnen. Denn wenn sie wieder neben Adrien gesessen wäre, hätte das Marinette ganz und gar nicht gefallen. Horrificator. In dieser Folge spielen Adrien und Marinette beide in einem Film mit, der von Nino moderiert wird. Adrien ist die Hauptrolle, während Marinette ursprünglich die Produzentin ist. Hier gibt es einen absoluten Blickflirt-Moment. Nachdem sie ihre Rede beendet hat, fährt Chloé fort, Marinette zu beleidigen und Marinette stürmt davon. Adrien sieht darüber sehr traurig aus und scheint Marinette sehr zu bemitleiden. Seine Augen sind weit aufgerissen und ein Stirnrunzeln ist auf seinem Gesicht zu sehen. Er ist eindeutig nicht glücklich mit der ganzen Situation, was deutlich zeigt, dass er einige Gefühle für Marinette hegt, auch wenn es nur Freundschaft ist. Der Blick dieser Sympathie muss auch auf Marinette gerichtet sein, denn niemand sonst ist zu diesem Zeitpunkt ein Opfer von Chloé. Nachdem Mylène akkumatisiert worden ist, ist Adrien im Begriff, Chloé zu küssen. Sein Gesicht ist fast völlig ausdruckslos, während sie den Text ausführt. Chloé hat gerade gesagt, jetzt küss mich, und der arme Kerl sieht absolut erschrocken aus. Ganz ehrlich, wer wäre das nicht in dieser Situation? Trotz der Tatsache, dass es den Film völlig aus der Bahn werfen könnte, sieht Adrien verärgert darüber aus, Chloé zu küssen. Er sieht ziemlich verängstigt vor ihr aus. Das ist wiederum der Moment, in dem Chloé versucht, ihn zu küssen. Er sieht sehr unbehaglich aus und hat den Mund fest geschlossen. Sogar seine Augen zeigen, dass er in Panik ist und sie nicht küssen will. Marinette stürmt in den Raum. Sie ist wütend, aber Adrien sieht nur verwirrt aus. Er sieht aber überhaupt nicht frustriert aus, was bedeutet, dass er definitiv nicht traurig darüber war, den Kuss mit Chloé verpasst zu haben. Vielleicht verbirgt sich hinter diesem neutralen Ausdruck seine heimliche Wertschätzung gegenüber Marinette. Erinnert ihr euch, wie krank und müde Adrien vorher aussah? Nun, plötzlich scheint er erholt. Und das alles nur, weil Alia vorgeschlagen hat, dass Marinette die Hauptrolle spielen könnte. Er ist wieder glücklich, lebendig und lächelt, während Julika sein Make-up macht. Das muss doch etwas bedeuten, oder nicht? Er kann nicht einfach ohne Grund aufgedreht sein. Adrien hört, wie Marinette etwas sagt, was er nicht wirklich hören kann, also fragt er sie höflich, was sie gesagt hat. Man sieht an seinem Gesichtsausdruck und dem sanften Tonfall, dass er sich massiv aufgeheitert hat. Er lächelt auch, seine Augen wirken entspannt und sanft. Das deutet stark darauf hin, dass Marinette eine sehr positive Wirkung auf seine Stimmung hat. Sogar nachdem er es gesagt hat, lächelt er Marinette direkt an. Ein Lächeln, das er in dieser Episode noch gar nicht gezeigt hat. Es ist wirklich süß, wie er sie anlächelt. Es zeigt, dass sie extrem fähig ist, ihn glücklicher zu machen. Ein wahrer Blickflirt-Moment. Als er Marinette tröstet und ihr versichert, dass es glaubhaft sein wird, sieht er so glücklich aus. Er macht sich bereit, verspricht ihr, dass sie es gut machen wird. Er deutet im Grunde an, dass ihr Kuss glaubhaft sein wird. Könnte das bedeuten, dass Adrien sich beim Kuss mit Marinette wohlfühlt? Er ermutigt sie im Stillen, versteht wahrscheinlich ihre Unbeholfenheit und drängt sie weiterzumachen. Es ist wahrscheinlich, dass er sich sogar auf die Erfahrung freut. Sonst würde er leicht besorgt aussehen. Adrien hat seine Augen glücklich geschlossen, anders als bei dem Kuss, den er Chloé geben wollte. Um ehrlich zu sein, glauben viele nicht, dass er sich so wohlfühlen würde, wenn er jemand anderen küsst. Es wäre ihm unangenehm und er würde sich wahrscheinlich zumindest ein bisschen sträuben. Das sind nur Teenager und es wäre viel einfacher, wenn du deinen Schwarm küsst. Also, bedeutet diese ganze Gemütlichkeit, die Adrien hat, dass er Gefühle für Marinette hat, auch wenn sie noch nicht so fest sind wie die Gefühle für Ladybug? Was meint ihr? Adrien sagt, ich liebe dich, Marinette. Mhm.
Diese Episode ist eher indirektes Flirten, aber trotzdem entgeht dieser Moment keinem aufmerksamen Miraculous-Fan. Adrien hilft in dieser Folge Nino mit Marinette. Dann sagt Adrien über den Hörer: Ich liebe dich, Marinette. Warum hat er das so gesagt? Wenn Adrien Marinette nicht mochte, würde er natürlich zu Nino sagen: Sag ihr, dass du sie liebst, statt Ich liebe dich, Marinette. Was meint ihr dazu? Das ist etwas, das viele Fans sehr zum Nachdenken anregt. Gamer-Episode. Und bevor wir zum Schluss kommen, wollen wir nicht die Gamer-Episode vergessen, in der Adrien zu Marinettes Haus geht. Marinettes Kolleg nimmt an einem Turnier teil, das von der Spielleitung des Ultimate Mega Strike 3 gesponsert wird. Adrien gewinnt gegen Max. Und auch Marinette nimmt teil. Sie hat viel mit ihrem Vater gespielt und gegen Max gewonnen und sogar Adriens Punktzahl übertroffen. Adrien kommt zum Training zu Marinette nach Hause. Und als sie sich versehentlich die Hände berühren, ist er nervös. Er lächelt sie kurz an und Marinette schmilzt sicherlich innerlich nur so dahin. Gita-Villain. Genau die gleiche Szene können wir in der Episode Gita-Villain sehen, als er sie bittet, das von ihr entworfene Cover des Jagged Stone Albums zu signieren. Im François Dupont-Kolleg ist Marinette bei Alia, als Adrien kommt und sie schüchtern begrüßt. Er erzählt ihr, dass er ein großer Fan von Jagged Stone ist und dass er bemerkt hat, dass es Marinette war, die das Cover gemacht hat, was ihr schmeichelt. Er fragte sie, ob es möglich sei, ein Autogramm zu bekommen, indem er ihr das Cover überreichte. Marinette, die dachte, dass er ein Autogramm von Jagged Stone wollte, sagte ihm, dass sie ihn fragen würde. Nun, Adrien berichtigt das Missverständnis, indem er sagt, dass er eine Widmung von ihr auf seinem Album haben möchte. Überrascht fällt es Marinette zunächst schwer zu glauben. Dann unterschreibt sie den Umschlag, ein absolut süßer Moment, der zeigt, wie schüchtern Adrien sein kann, wenn er in Marinettes Nähe ist. Abonniert doch unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!